Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei, ad Deum, filetificat juventutem mea, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et te. Trotz damus in pace, in nomine Christi. Amen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Ich begrüße Sie alle recht herzlich in unserer Kirche St. Michael in Bridgeport in Connecticut. Wir feiern heute die Heilige Messe in der deutschen Sprache und beginnen mit dem Lied Nummer 142. 142, zu dir, o Gott, erheben wir. Zu dir, o Gott, erheben wir. Die Seele mit Vertrauen, dein Volk erfreut sich in dir, wollest gnädig niederschauen. Lass leuchten, Herr, dein Angesicht, erfüll uns mit der Gnade, Licht. Und schenk uns dein Erbarmen. Herr, zeige uns die Wege dein und lehr uns deine Pfade. Ganz nahe lass dein Wort uns sein. Volle Wahrheit und volle Gnade, nimm doch in der Wege der Sünde Schuld, mit unserer Schwachheit hab Geduld und schenk uns dein Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Am Anfang dieser heiligen Messe bitten wir den Herrn um sein Erbarmen, um seinen Heiligen Geist für uns, damit wir diese heilige Messe, den Gottesdienst, würdig feiern. Herr Jesus, du bist unser Friede, Kyrie eleison. Du führst zusammen, was getrennt ist, Kyrie eleison. Du bringst uns die Vergebung des Vaters, Christe eleison, du sendest den Geist der Einheit. Christe eleison, du zeigst Wege zur Versöhnung. Kyrie eleison. Du rufst alle Menschen, dir zu folgen. Kyrie eleison. Zum Gloria Nummer 171. 171. Preis und Ehre, Gott dem Herrn, Friede soll den Menschen sein. Herr, wir loben, Herr, wir danken, beten an den Namen dein. Jesus,
Christus, Gottes Lamm, höre gnädig unser Flehen. Ehre sei dir mit dem Geist und dem Vater in den Höhen. Lasset uns beten. Allmächtiger, barmherziger Gott, es ist deine Gabe und dein Werk, wenn das gläubige Volk dir würdig und aufrichtig dient. Nimm alles von uns, was uns auf dem Weg zu dir aufhält, damit wir ungehindert der Freude entgegeneilen, die du uns verheißen hast. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in aller Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Wenn du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, indem du auf all seine Gesetze und Gebote, auf die ich dich verpflichte, dein ganzes Leben lang achtest, du, dein Sohn und dein Enkel, wirst du lange leben. Deshalb sollst du hören, Israel, und sollst darauf achten, sie zu halten, damit es dir gut geht und ihr so unermesslich zahlreich werdet, wie es der Herr, der Gott deiner Väter, dir zugesagt hat, ein Land, wo Milch und Honig fließen. Höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Und diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Worte des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Wir antworten auf diese Lesung mit dem Lied Nummer 448, Herr, gib uns Mut zum Hören. 448. Herr, gib uns Mut zum Hören auf das, was du uns sagst. Wir danken dir, dass du es mit uns wagst. Herr, gib uns Mut zum Dienen, wo's heute nötig ist. Wir danken dir, dass du dann bei uns bist. Herr, gib uns Mut zur Stille, zum Schweigen und zum Ruhen. Wir danken dir, du willst uns Gutes tun. Herr, gib uns Mut zum Glauben an dich, den einen Herrn. Wir danken dir, denn du bist uns nicht fern. Lesung aus dem Hebräerbrief. Schwestern und Brüder, im ersten Bund folgten viele Priester aufeinander, weil der Tod sie hinderte zu bleiben. Jesus aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unvergängliches Priestertum.
Darum kann er auch die, die durch ihn vor Gott hintreten, für immer retten. Denn er lebt alle Zeit, um für sie einzutreten. Ein solcher Hohepriester ziemte sich in der Tat für uns, einer, der heilig ist, frei vom Bösen, makellos, abgesondert vor den Sünden und erhöht über die Himmel. Einer, der es nicht Tag für Tag nötig hat, wie die Hohepriester zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, und das für die des Volkes. Denn das hat er ein für allemal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Das Gesetz nämlich macht Menschen zu Hohepriestern, die der Schwachheit unterworfen sind. Das Wort des Eides aber, der später als das Gesetz kam, setzt den Sohn ein, der auf ewig vollendet ist. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, 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 Halleluja. So spricht der Herr, wer mich liebt, hält mein Wort. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden bei ihm Wohnung nehmen. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir. In jener Zeit ging ein Schriftgelehrter zu Jesus hin und fragte ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete, das erste ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm, sehr gut, Meister, ganz richtig hast du gesagt, er allein ist der Herr, und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine lieben Schwestern und Brüder, es ist eine große Freude für mich, wieder mal hier mit Ihnen aus Bridgeport und in Bridgeport diese heilige Messe auf Deutsch zu feiern. Besonders an diesem Tag, der bei uns ganz nicht so schön ist. Es regnet in Bridgeport in Connecticut. Es ist sehr stürmisch heute und kein schönes Wetter, um einen Spaziergang zu machen. Aber die heilige Messe verbindet uns über die Ozeanen und Wassern hinaus. Und vor allem verbindet uns mit Gott. Heute, Samstag, das ist bei uns hier in Bridgeport ein besonderer Tag. Ganz viele Kinder sind in der Pfarrei. Wir beginnen nämlich jeden Samstag um 8:30 Uhr morgens mit der Katechese.
Wir haben jetzt über 120 Kinder hier, die zur Katechese kommen. Faith Formation, so nennen wir das hier. Und dann beginnt die polnische Schule. Die Kinder lernen Polnisch als Sprache, Tradition. Wunderbar, auch über 100 Kinder hier, jeden Samstag. Heute hatte ich die erste Klasse hier in der Kirche. Wir hatten nämlich das Thema Heilige und natürlich das Fest aller Heiligen steht vor der Tür und deshalb das Thema auch bei uns. Wir haben uns auch hier heute in zwei Sprachen das Evangelium vorgelesen. Ich nahm ein wunderschönes Buch, ein altes Buch, die Bibel, und ich habe auf Englisch vorgelesen. Und das war genau das Evangelium, was wir gerade auf Deutsch gehört haben. Natürlich, überall auf der ganzen Welt wird das Evangelium heute und morgen vorgelesen. Und ich habe gefragt, worüber das Evangelium war. Es ist auch im englischen Text ziemlich schwierig zu verstehen, besonders für die Erstklässler, was das bedeutet, du sollst deinen Gott aus ganzem Herzen, aus ganzem Verstand, aus allen deinen Kräften lieben. Und vielleicht noch schwieriger ist zu verstehen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wer ist dieser Nächste? Auf Englisch das ist Neighbor, also auf Deutsch Nachbar. Und ich fragte dann, wer ist dieser Nachbar, Neighbor? Worüber handelt es sich hier? Und das zu verstehen, dass das eigentlich jeder Mensch ist, nicht nur einer, der mir lieb ist, wichtig, aber auch andere Menschen, die vielleicht für mich schwierig sind, das ist schon eine Herausforderung. Natürlich, das Evangelium ist manchmal eine Herausforderung für uns. Deshalb kommt auch dieser Schriftgelehrte zu Jesus und fragt danach, was soll ich tun, was soll ich machen? Welches Gebot ist das erste vor allem? Und Jesus antwortet ihm, wie jeder praktizierende Jude würde antworten, Schema Israel, das war das erste Gebot für alle Juden. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Das heißt, es gibt niemanden, der wichtiger ist als der Herr. Der Herr ist Gott, da ist nur einer Gott. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben. Und da kommt das. Mit deinem ganzen Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Also aus allen meinen Kräften, aus allem, was ich habe, was ich besitze, was zu meinem Leben gehört, Verstand. Herz, die Kräfte, ich soll den Herrn lieben. Da erweitert Jesus aber das Gebot. Es gibt nicht nur das Gebot der Gottesliebe. Jesus erweitert das Gebot um die Nächstenliebe. Also, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und sehen Sie, die Kinder hatten da auch einige Probleme damit, was natürlich selbstverständlich ist, weil das schwierig ist. Aber für uns Erwachsene, das kann auch als eine Herausforderung sein, meinen Nächsten zu lieben, wie mich selbst. Vergessen wir nie, dass es sich auch um eine dritte Liebe handelt, wie mich selbst. Ich muss mich auch akzeptieren. Ich muss mich auch, mich selbst lieben und mein Leben achten. Warum? Weil Gott mich liebt. Er war der Erste, der mich geliebt hat. Und Gott hat alles gegeben, was er hatte, für mich, für uns, seinen einzigen Sohn, unseren Heiland. Jesus Christus.
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, ein großes Geheimnis ist das. Diese Gottesliebe und Nächstenliebe. Ich erinnere mich noch an meine Erstkommunionvorbereitung in Deutschland, als wir mit Kindern so ein Kreuz gebastelt haben. Und das war ein Zeichen, ein Symbol, die Balken. Das ist die Gottesliebe, also hin zu Gott. Und das ist die Nächstenliebe, also hin zu meinen Nächsten, Neighbors, zu meinen Nachbarn. In der Mitte bin ich. Wenn ein Balke nicht stimmt, wenn ein Balke wackelt, Gottesliebe, Nächstenliebe, auch mein ganzes Leben ist am Wackeln. Und deshalb bitten wir den Herrn, ganz besonders heute in dieser heiligen Messe, aus Bridgeport hinaus, Gott, schenke uns diese Liebe. Stärke in uns die Liebe zu dir und zu unseren Nächsten. Erfülle unsere Familien mit deinem Segen, mit deiner Kraft, damit auch unsere Familien zu den Orten der Liebe, des Verständnisses, des Segens werden. Das wünsche ich Ihnen und euch allen hier aus Bridgeport. Lasst uns gemeinsam weiter diese heilige Messe feiern, mit Hoffnung und Vertrauen, dass Gott uns alle mit seinem Segen erfüllt. Und wir sprechen das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. In einem kurzen, stillen Gebet tragen wir vor Gott unsere Fürbitten, unsere Gebetsanliegen vor. In dieser heiligen Messe beten wir besonders für den verstorbenen Rüdi Werli. Und wir bringen auch alle unsere Gebete. We pray for the repose of the soul from Rudy Verli. The intention is requested by family. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Zur Gabenbereitung Nummer 183. 183. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Das Wasser mit dem Wein verbindet zum heiligen Zeichen. So lass uns an der Gottheit Christi teilnehmen, der für uns Mensch geworden ist. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit.
Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Herr, wir kommen zu dir mit reinmütigen Herzen, demütigen Sinn. Nimm uns an und lass das unser Opfer dir gefallen. Herr, wasche meine Schuld von meinen Sünden. Der Vater Lobpreis werde und Dank für Wein und Brot. Sie sind die Frucht der Erde und unsere Mühe und Not. Nimm an, Herr, Brot und Wein, die wir zum Opfer geben. Lass Speise sie zum Leben und Trank zum Heile sein. Lasset uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Heiliger Gott, diese Gabe werde zum reinen Opfer, das deinen Namen groß macht unter den Völkern. Für uns aber werde sie zum Sakrament, das uns die Fülle deines Erbarmens schenkt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn in dir leben wir, in dir bewegen wir uns und sind wir. Jeden Tag erfahren wir aufs Neue das Wirken deiner Güte. Schon in diesem Leben besitzen wir den Heiligen Geist, des Unterpfand ewiger Herrlichkeit. Durch ihn hast du Jesus auferweckt von den Toten und uns die sichere Hoffnung gegeben, dass sich an uns das österliche Geheimnis vollendet. Darum preisen wir dich mit allen Chören der Engel und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig ist Gott in Herrlichkeit. Sein Ruhm erfüllt dich Himmel weit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Preist ihm, der kommt in unsere Zeit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Dich, gütiger Vater, bitten wir durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Nimm diese heiligen, makellosen Opfergaben an und segne sie. Wir bringen sie dar, vor allem für deine heilige katholische Kirche, in Gemeinschaft mit deinem Diener, unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Frank und mit allen, die Sorge tragen für den rechten katholischen und apostolischen Glauben. Schenke deiner Kirche Frieden und Einheit, behüte und leite sie auf der ganzen Erde. Gedenke deiner Diener und Dienerinnen, für die wir heute besonders beten, und aller, die hier versammelt sind. Herr, du kennst ihren Glauben und ihre Hingabe. Für sie bringen wir dieses Opfer des Lobes dar und sie selber weihen es dir, für sich und für alle, die ihnen verbunden sind. Für ihre Erlösung und für ihre Hoffnung auf das unverlierbare Heil. Vor dich, den ewigen, lebendigen und wahren Gott, bringen sie ihre Gebete und Gaben. In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern wir den ersten Tag der Woche, als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Und gedenken deiner Heiligen, wir ehren vor allem Maria, die glorreiche, allzeit jungfräuliche Mutter unseres Herrn und Gottes, Jesus Christus.
Wir ehren ihren Bräutigam, dem heiligen Josef, deine heiligen Apostel und Märtyrer, Petrus und Paulus, Andreas, Jakobus, Johannes, Thomas, Jakobus, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Simon und Thaddäus, Linus, Kletus, Clemens, Xistus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Johannes und Paulus, Cosmas und Damianus und alle deine Heiligen. Blick auf ihr heiliges Leben und Sterben und gewähre uns auf ihre Fürsprache in allem deine Hilfe und deinen Schutz. Nimm gnädig, Herr, O Gott, diese Gaben deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde. Ordne unsere Tage in deinem Frieden. Rette uns vor dem ewigen Verderben und nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten. Schenke, O Gott, diesen Gaben Segen in Fülle und nimm sie zu eigenen. Mache sie uns zum wahren Opfer im Geiste, das dir wohlgefällt, zum Leib und Blut deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er das Brot in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, erhob die Augen zum Himmel zu dir, seinem Vater, dem allmächtigen Gott, sagte dir Lob und Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl diesen erhabenen Kelch in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, sagte dir Lob und Dank, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir, deine Diener und dein ganzes Volk, das Gedächtnis deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine Auferstehung von den Toten und seine glorreiche Himmelfahrt. So bringen wir aus den Gaben, die du uns geschenkt hast, dir, dem erhabenen Gott, die reine, heilige und makellose Opfergabe dar, das Brot des Lebens und den Kelch des ewigen Heiles. Blicke versöhnt und gütig darauf nieder und nimm sie an, wie einst die Gaben deines gerechten Dieners Abel, wie das Opfer unseres Vaters Abraham, wie die heilige Gabe, das reine Opfer, das deines hohen Priesters Melchisedek. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, dein heiliger Engel trage diese Opfergabe auf deinen himmlischen Altar, vor deiner göttlichen Herrlichkeit. Und wenn wir durch unsere Teilnahme am Altar den heiligen Leib und das Blut deines Sohnes empfangen, erfülle uns mit aller Gnade und allem Segen des Himmels. Gedenke auch deiner Diener und Dienerinnen, die uns vorangegangen sind, bezeichnet mit dem Siegel des Glaubens und die nun ruhen in Frieden. Wir bitten dich, führe sie und alle, die in Christus entschlafen sind, in das Land der Verheißung, des Lichtes und des Friedens. Auch uns, deinen sündigen Dienern, die auf deine reiche Barmherzigkeit hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft mit deinen heiligen Aposteln und Märtyrern, Johannes, Stephanus, Matthias, Barnabas,
Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia und mit allen deinen Heiligen. Wäge nicht unser Verdienst, sondern schenke gnädig Verzeihung und gib uns mit ihnen das Erbe des Himmels. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn erschaffst du immerfort all diese guten Gaben. Gib's ihnen Leben und Weihe und spendest sie uns. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Christe, du Lamm Gottes, du trägst der Welt Schuld, erbarm dich uns. Christe, du Lamm Gottes, du trägst der Welt Schuld, erbarm dich uns. Christe, du Lamm Gottes, du trägst der Welt Schuld, gib uns den Frieden. Das Sakrament des Leibes und Blutes Christi, schenke uns ewiges Leben. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist.
was wir mit dem Mund empfangen haben, Herr, das lass uns mit reinem Herzen aufnehmen. Und diese zeitliche Speise werde aus zur Arznei der Unsterblichkeit. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast uns mit dem Brot des Himmels gestärkt. Lass deine Kraft in uns wirken, damit wir fähig werden, die ewigen Güter zu empfangen, die uns in diesen Gaben verheißen sind. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir bitten jetzt um Gottes Segen für uns, für unsere Familien, für alle, die an dieser heiligen Messe teilgenommen haben, hier in Bridgeport und überall durch die Übertragung. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin. In Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn. Ich bedanke mich recht herzlich für unser gemeinsames Gebet. Ich wurde auch gebeten, ein Wort über unsere Situation hier zu sprechen, was ich sehr gerne tue. Wie Sie wissen, ist St. Michael in Bridgeport eine internationale Gemeinde. Die leitende Sprache ist Polnisch und Amerikanisch. Wir haben aber auch deutschsprachige Gottesdienstbesucher und ich bin sehr glücklich, dass wir hier eigentlich der einzige Ort hier in Connecticut sind, wo die Heilige Messe auf Deutsch regelmäßig stattfindet. Wir feiern auch die Heilige Messe in Latein, deshalb vier Sprachen und das macht diesen Ort zu einem besonderen Ort des Gebetes. Letzte Zeit war ziemlich schwierig für uns und ist eine Herausforderung, wer uns ein bisschen auf Facebook beobachtet, weiß schon, worüber es geht. Es geht um unseren Kirchenturm, Glockenturm. Die Kirche ist über 110 Jahre alt, ganz genau 112. Und eigentlich seit diesen 100 Jahren, über 100 Jahren, wurde nichts auf dem Glockenturm gemacht. Das letzte Jahr brachte sehr viele Probleme. Wie Sie wissen, sind wir eine Kirche direkt am Wasser, eigentlich ein paar Schritte hier zu der Bucht und dann Ozean. Das heißt, eine sehr schwierige Luft manchmal, sehr gesunde, aber für die Gebäude ziemlich schwierig, für Salz. Das Kirchenturm bei uns ist eigentlich nicht zu retten. Das heißt, wir haben jetzt angefangen, alles zu renovieren. Da ist aber nicht viel zu renovieren. Die Spitze des Kirchenturmes muss eigentlich wieder aufgebaut werden, neu gemacht werden. Die Kosten sind enorm. Wir haben zwar eigentlich einige Sponsoren und Wohltäter. Gott sei Dank, ich bin für jegliche Hilfe sehr dankbar. Und die Frage war, erzählen Sie uns ein bisschen davon, damit wir auch helfen können. Ja, das ist möglich. Die Kosten sind über 250.000 amerikanische Dollar. Wir haben einen Teil davon schon bei uns. Wir sammeln Geld. Wir versuchen auch Sponsoren zu finden.
wenn Sie einen kennen, der uns helfen könnte. Jeder Dollar ist wichtig, wenn auch aus Europa, jeder Euro, wie auch immer. Wir müssen es tun. Und zwar jetzt, bevor der Winter kommt. Es ist schon alles vorbereitet. Die Bauarbeiten, also Dacharbeiten, sind über 30 Tage geplant. Also bestimmt sind wir im Dezember. Wie gesagt, wir müssen alles da an der Spitze des Turmes neu bauen lassen. Das ist ja Kupfer, also neu und eigentlich von Null anfangen. Und das ist im Grunde genommen die einzige Lösung, die wir jetzt haben. Wenn wir das nicht machen, das wird der Anfang vom Ende dieser Kirche. Und das kann ich als Pastor, als Pfarrer nicht zulassen. Da sind auch unsere Gemeindemitglieder und alle unsere Freunde wert, dass diese Kirche besteht und dass alles weitergeht, wie es ging. Ein franziskanischer Ort an der Ostküste seit 120 Jahren und hoffentlich noch viele Jahre. Wie Sie wissen, haben wir den heiligen Antonius hier und der weiß schon die Lösungen. Ich bin dabei, die Lösungen zu suchen und zu finden. Ich bin mir sicher, der heilige Antonius weiß bereits. Wenn Sie helfen möchten, nächste Woche starten wir auch mit der Aktion GoFundMe. Es wird auch alles auf Deutsch geschrieben, also Sie werden dann ganz genau informiert, was hier gemacht wird und wie die Kosten aussehen. Ich bin jeder und für unsere Kultur aus allen Sprachen Amerika und Europa beten wir regelmäßig und glauben Sie mir bitte, diese Pfarrei, wenn sie was richtig machen kann, das ist das Gebet. Wir beten sehr viel und wir unterstützen sie auch mit unseren Gebeten als Dankbarkeit. So zum Thema Money, Kosten, so zum Thema materielle Probleme. Ganz über das Ganze hinaus, viel wichtiger ist natürlich das Gebet und der Segen Gottes. Aber der Ort, das Gotteshaus, ist mir auch sehr wichtig, liegt mir am Herzen. Deshalb noch einmal vielen Dank für jegliche Unterstützung. Sie fragen, ich antworte. Die nächste Heilige Messe auf Deutsch, wie immer, am letzten Samstag im Monat. Und bis dann wünsche ich Ihnen und Ihren Familien Gottes Segen, Gottes Hilfe für alles, was Ihnen wichtig ist. Wir beenden die Heilige Messe mit einem Marienlied, Segne du Maria, Nummer 535. Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampfe gegen die Bosheit und die Nachstellungen des Teufels, sei unser Schutz. Gott gebiete ihm, so bitten wir flehentlich. Du aber, Fürst der himmlischen Herrscharen, stoße den Satan und die anderen bösen Geister, die in der Welt umherschleichen, um die Seelen zu verderben, durch die Kraft Gottes in die Hölle. Amen. Segne du Maria, segne mich, deine Kind, dass ich hier den Frieden, dort den Himmel find. Segne all mein Denken, segne all mein Tun. Lass in deinem Segen Tag und Nacht mich ruhen. Lass in deinem Segen Tag und Nacht mich ruhen. Segne du, Maria, alle, die mir lieb. Deinen Muttersegen ihnen täglich gib. Deine Mutterhände breit auf alle aus.
segne alle Herzen, segne jedes Haus, segne alle Herzen, segne jedes Haus. Segne du Maria, unsere letzte Stunde. Süße Trost des Worte, flüstre den Mund. Deine Hand, die Linde, drück das Auge mit uns zu. Bleib ihm Tod und Leben, und Segen du. Benedicamus Domino, Deo gratias.